Grüne Band für Bootmann. Es ist eröffnet. Es ist uns wichtig, dass wir einen attraktiven Weg anbieten, um die Besucher zu kanalisieren auf einen Weg. Dann haben wir sie dort, wo wir sie haben wollen, nämlich raus aus den Ruhebereichen. Trotzdem haben sie ein tolles Erlebnis. Und indem wir mit Schautafeln auch auf die Besonderheit und Einzigartigkeit der Natur hinweisen, haben wir auch eine Vermittlung dessen, des Naturraums, worin man sich befindet und bewegt. Und deswegen haben wir gesagt, ist es uns ein Anliegen. Also es ist Tourismus, ja, aber mit dem Tourismus eigentlich, der ohnehin kommt, ob wir wollen oder nicht, vor allem die Kanalisierung und klare Lenkung auch zum Wohle der Natur. Hierzu wollen wir einerseits attraktive Uferwege, einen Weg durch die Schlucht auf der sogenannten 10-Meter-Linie, ein Kiosk mit Toilette, eine Schutzhütte. Jetzt haben wir die erste Etappe geschafft, das schauen wir uns jetzt an. Und? Das grüne Band für Bootmann, es ist eröffnet. Was ist unser großes Problem? Das ist Sand. Molasse ist einfach gepresster, gedrückter Sand. Obendrauf haben wir die Erde und die Bäume können mit den Wurzeln nicht in den Felsen hineindringen, sind also oben auf. Und Sand kennen wir alle. Trockener Sand nehme ich in die Hand, prima, kann ich was draufstellen. Wenn ich ihn ein bisschen nass mache, dann kann ich ihn formen. Kuchenform, machen meine Kinder ab und zu mal. Wenn ich zu viel Wasser dazugebe, zerrinnt er mir zwischen den Fingern. Und das ist genau diese Fließeigenschaft des Sandes, die hier diese Schwierigkeiten macht. Nämlich zwischen der Humusauflage und dem Felsen ist noch eine kleine Rieselschicht Sand. Und wenn dort der entscheidende Tropfen Wasser zu viel kommt, dann rinnt es einfach davon. Und zwar mit Bäumen, die oben draufstehen, mit der Erde, die oben draufstehen. Genau das ist 2015 passiert. Das bedeutet, die Schlucht ist per se nicht sicher. Jetzt haben wir aber das Glück, dass unter der Ägide vom Helmut Kennerknecht die Schlucht auf der westlichen Seite bereits gesichert wurde vom Landesamt für Geologie und Bergbau. Dort sind also Leitplanken hinein verankert in den Fels, über 6 Meter lange Anker, die die Erde heben. Sie kann nicht abrutschen und man hat den Baumbestand heruntergeschnitten. Man sieht, das sind alles junge Bäume, rechts und links sind alles alte Bäume. Alte Bäume sind schwer, wenn der Boden jetzt nass ist, hat er nicht mehr die Haltekraft und wenn jetzt der Wind noch dazu kommt und der entscheidende Tropfen zu viel, dann fällt der Baum einfach um. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Also hier junger Baumbestand, keiner Gefahr mehr, es ist gesichert, keine Gefahr mehr. Und so bin ich dann auf, ich glaube es war Juli 2018, auf die Idee gekommen, nachdem ich das Gutachten gelesen habe, Mensch, wir machen den 10-Meter-Weg. Gehen hier hoch über ein schönes Bauwerk, sieht toll aus, also so wie ich es mir vorstelle, ich sag mal schnell, das sind so ähnlich wie Baumstämme, die aber betoniert sind und daran aufgehängt ist ein Aufgang, der Herr Seng hört gut zu, was er planen muss. Und dann gehen wir hier hoch und kommen dort oben etwa an und sind dann schon über eine große Stelle hinweg und gehen dann auf der 10-Meter-Linie. Das ist nämlich genau die Linie im Gutachten vom Landesamt für Geologie und Bergbau, wo die Rutschgefahr nicht mehr vorhanden ist und die Felssturzgefahr anfängt. Das ist genau der Schnittpunkt. Und nachdem wir hier keine offenen Felsen haben und jungen Baumbestand, ist das relativ gut gesichert. Das bedeutet für die Zukunft, der Baumbestand muss immer ein bisschen jung gehalten werden. Damit wird er nicht zu schwer, stabilisiert aber das Erdreich und mit dem Steg auf der sogenannten 10-Meter-Linie kann nichts passieren, weil 2015 war es die Erfahrung, das ist ja auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Ostseite der Schlucht abgerutscht, nach unten rein und auf der anderen Seite wieder hoch und hat etwa 6 Meter hoch und hat die Steganlage
herausgenommen. Heute ist es da drin so gefährlich, da kann ich niemanden hineinlassen, weil es ist jetzt 6 Jahre kein Unterhalt passiert, das ist aus Holz, das ist alles morsch, es ist glitschig und wenn ich Rettungskräfte reinschicken muss, habe ich jedes Mal ein ganz, ganz großes Bauchweh, dass nichts passiert. Also die alte Steganlage muss raus. Und wir machen kein Disneyland. Wir machen das naturnah, wir machen das mit Vermittlung der Natur und wir schauen, dass wir nicht mehr machen, als wir es sonst auch bislang hatten. Aber das wollen wir natürlich, aber mit hoher Qualität. Aber der Mondfelsen. Die Felswand selber kann ich super gut einsehen, das haben wir mal gemacht und werden wir auch regelmäßig dann mit besteigen müssen, mit so einem Hubsteiger und so weiter. Haben wir 13 Stellen festgestellt, 3 die akut waren. Von den 3, bis wir wieder dort waren, waren 2 runtergefallen. Haben wir gewusst, unsere Einschätzung ist richtig mit akut. Also das kann man relativ also gut, weil man auch gut dran hinsieht, einschätzen. Aber der Oberhangbereich ist immer noch sehr steil. Er ist vor allem grün. Das heißt, er hat naturschutzfachlich viele seltene Arten. Oh, mein Kopf einfach das nachhaltige. Und danach sind wir durch, da war hier wirklich noch nichts an den wieder zurückgeschnittenen Bäumen. Kinder. Aber was man auch nicht zum Leiterschicken hat. Ja, das war jetzt das Schöne für die weiße Schule. Ist jemand drunter? Schuld. Jetzt wissen wir mal, wo es Erdmatt. Es ist eröffnet. Bravo. Und da sagen Sie was.